Komm, überstell mal was. Bei Amazon Prime. Achso, Moment. Vielleicht können wir ja hier auch noch was mitbestellen, ne? Kleiderschrank. Gucken mal, was das kostet. Ein Kleiderschrank und ein Schreibtisch. Beziehungsweise zwei Schreibtische. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja noch auch noch was zusammen. Das wäre natürlich gut. Okay, Display. So, wir brauchen noch die, ne? Genau. Zwei Stück. Haben wir. Jetzt haben wir noch 700. Jetzt gucken wir mal. Schreibtisch. Schreibtisch. Bürotisch. Karrieretisch. Uiuiui. Zeitgenössischer Schreibtisch. Oh. Es gibt keine Grenze nach oben. Nein, du kriegst hier. Zwei wollte sie haben, ne? Für zwei haben wir kein Geld. Ein. Aber die wollte auch einen Stuhl haben, meine ich. Achso, einen kleinen Tisch wollten wir auch noch mal gucken, ne? Tisch. Picknicktisch. Ist das ein kleiner Tisch? Couchtisch. Der müsste reichen. Dann kann der große Tisch da raus, oder? Oder so. Ich hoffe das zumindest, dass das funktioniert, so wie ich das will. Was ist das? Ein Gasthaustisch, okay. Da war irgendwas noch mit Stuhl. Aber ein Stuhl für einen Schreibtisch. Gibt's sowas? Bürostuhl. Habe ich keine Kohle mehr für. Ja, komm, dann lassen wir die Klotten erstmal kommen. So, einmal noch vergewissern, ob hier alles. Hier ist alles Taco, ne? So, machen wir das mal gerade ins Regal zurück. Gut. So, diesen Baum würde ich ja ungern wegholzen, ne? Aber irgendwie. Irgendwie weiß ich auch nicht. Das müssten jetzt schon neue Bäume sein, ne? Der kleine hier, oder? Oder der da auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber ich klopfe mal jetzt den großen hier nochmal weg. Dass wir nochmal Holz verkaufen können. Zumindest ist der weggespawnt, ne? Haben wir auch schon mal anders gesehen. So, liegt hier noch was rum? Liegt ja tatsächlich noch was rum. Ein Schmetterling. So. Steine sind schlecht. Sind da Steine drunter? Komm, einen pflanze ich noch hier hin. Stein. Was ist denn hier los? So. Gut. Oder auch nicht gut. Ist mir eigentlich zu wenig Holz noch, ne? Egal. Och, egal, Karl. Nehmen wir jetzt so, wie sie ist. War ich hier schon mal drinne? Ich glaube schon. Ich glaube schon und da war nichts, ne? Lalalala.
So, mal kurz das Holz hier aufgemacht, ne? Hallo. Hallo. Jetzt habe ich ihn aber oft angeklickt. Komm, wir holen uns das Geld hier auch noch. Immer sieht man es überall flattern, ne? Müsste eigentlich ihr Kilometergeld kriegen. Und ich glaube, ich sage es in jeder Aufnahme, aber wer kauft diese ganzen Schmetterlinge? Die werden verschifft nach Fernost. Und dann geht's da runter. Dann gibt es da Schmetterling-Partys. So ist es doch nämlich so. Lalalala. Oh, hier ist ein Spot. Hier ist ein Spot. Bienchen. Bienchen. Schmetterling. Schmetterling. Und noch ein Käfer. Und noch ein Hüpfer. Und noch ein Hüpfer. Wow. Das hat sich gelohnt. Da lagen ja alleine schon 1000 Kröten rum. Meine Güte. Gucken wir mal, dass wir die Kröten zu Geld machen. Ne, die Bienchen nicht. So. Verkaufen, verkaufen. Okay, vielleicht kann ich ja doch noch was bestellen. Ach, ein Pilz war da noch. Ich habe fast übersehen. Okay. Jetzt haben wir es. 1300, da können wir definitiv noch was von bestellen. Das ist einfach so. Hey, warum machst du kein Plätzchen? Oh nein, ich kann mein blaues Hasenhandy nirgends finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Ich helfe dir. Du hilfst mir bei der Suche? Bitte bring es so schnell wie möglich zu mir, wenn du es gefunden hast. Ich habe sogar zwei Freundinnen. Oh, du hast ein blaues Hasenhandy. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Worauf wartest du? Her damit. Natürlich. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe getan hätte. Ach, dann verlier es doch einfach nicht. Das spare ich mir auf jetzt. Ein Kleiderschrank. Guck mal, ich brauche einfach nur einen Kleiderschrank. Den könnte ich auch nochmal googeln. Und einen Tresen. Zwei Tresen. Googeln hätte ich ja. Googeln. Er hat googeln gesagt. Hat er googeln gesagt. Ja, ich gehe jetzt an meinen Nintendo und Google mal. Hier ist alles klar, ne? Sicher. So. So, wir googeln mal. Ein Kleiderschrank. Einfacher, kleiner Holzkleiderschrank. Reicht. Und ein Tresen, der einfachsten Art. Tresen. Bürotresen. Einfacher, modischer Küchentresen. Der müsste auch gehen. So, Bürostuhl war noch gewünscht, ne? Jetzt überraschten wir uns morgen mal selbst, was wir da alles kriegen. Man kann sich eigentlich mal irgendwann mal wieder so ein, zwei Bienenhäuschen gönnen, ne? Wegen des Honigs wegen. Warum sind hier manche Zahlen blau? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht verstehen wir es ja mal irgendwann, ne? So, it's raining.
Du hast hier genug Essen. Wo ist Tobi? Tobi? Wo ist denn Tobi? Tobi? Hm. Ich kann auch kein Ei finden. Wo ist das Ei? Hallo, wo ist das Ei? Sag mal, hängt das alles zusammen hier? Kein Ei, kein Tobi? Hat einer ein Ei gesehen? Hm. Mensch, die Eier sind fest eingeplant hier in der finanziellen, in der Buchhaltung. Hallo. Wirklich nicht? Na ja, gut. Vielleicht legen die ja keine Eier, wenn es regnet, ne? Hängt das zusammen? Hm, scharf kombiniert. Sherlock. Keine Ahnung. Okay, gegossen ist alles. Was ist mit den Kirschen? Sind fertig. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Da ist doch Tobi. Hast du das Ei gesehen? Hast du das Ei gesehen? Nein? Würde ich jetzt auch behaupten. So. Okay. Man kann sich durchaus auch mal damit beschäftigen, so ein bisschen zu kochen, ne? Mahlzeiten herzustellen. Dafür gibt es definitiv mehr Kohle. Als wenn man einfach nur so... Weißt schon. Nur so alles immer verkaufen, ne? So, ich probiere als erstes mal das mit dem Tisch aus. Moment. Moment, da kann ich nicht vorbeigehen. So. Okay. So, probieren wir mal, dass wir hier auch einen kleinen Fortschritt erzielen. So, wir müssen einmal hier den Tisch abknapsen. Und den kleinen Tisch hinbauen. Und dann? Boah, ist der winzig. So, und zählt der denn jetzt auch als Tisch? Der zählt als Tisch. Tja, dann haben wir auf jeden Fall noch genügend Platz, ne? Der Tisch kann definitiv weg. So, ihr kriegt hier noch einen Kleiderschrank hin. Der passt hier schön in die Ecke. Da gibt es nichts zu meckern. Schlafen könnt ihr beide in dem Bett. Tresen. Tresen kriegt ihr auch noch hier hin. Gut, das ist jetzt ein bisschen doof. Der Stuhl kommt da weg. Da kommt der Tresen hin. Der Stuhl kommt daneben. Nee, daneben ist doof. Da eine Ecke. Erstmal. Muss der Stuhl denn dahin? Zwei Stuhl. Naja, gut. So, okay. Gut. Wir haben natürlich noch was bei. Schreibtisch und ein Drehstuhl. Zwei Schreibtische. Ein Bürostuhl, ein Computer. Zwei Schreibtische. Okay, müssen wir mal gucken. Wo ist denn hier vorne und hinten? Ja, sieht gut aus. Da kommt der Stuhl hin. Ja. So kann man es, glaube ich, lassen. Und dann fehlt nicht mehr viel, ne? Ja, du bist gleich dran. Also noch ein Schreibtisch. Ich habe doch gerade einen Kleiderschrank dahin gebaut. Hallo? Ist das zu weit weg oder wie? Kleiderschrank. War wohl zu weit weg. So, da muss natürlich der Stuhl da wieder hin. Irgendwo hier.
Also noch ein Schreibtisch. Zwei Tresen. Das, die hier hinten zählen dann auch nicht, ne? Das ist doof. Da machen wir es jetzt mal anders. So, dann kommen halt die Stühle da in die Ecke. Hier kommt der Tisch hin. Ganz toll wird das hier, ganz gemütlich. So, Tresen müssen wir doch nochmal hier hinbauen. Ist halt alles ein bisschen enger. Und wie du an den Schrank kommst, musst du mal gucken, ne? So, du bist noch zufrieden. Ja. Und du bist zufriedener. Ja. Also noch ein Computer, noch ein Kühlschrank. Schreibtisch, Computer, Kühlschrank. Ja, ja, du kriegst alles, was du willst. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hin. Erstmal das Museum fertigstellen. Okay, so, die letzten beiden dahin geknallt. So. Einrichtungsanforderungen abgeschlossen. Cool. Schön, das Museum ist fertig. Das sieht, nochmal einen Überblick verschaffen? Ja. Oder? Kann sich sehen lassen. Jetzt gehen wir irgendwo zu Fallen. Der treibt sich wo rum? Da. Maximilian kommt da rum. Der kommt da rumgeeiert. So, Fallen, wir sind durch. Fantastisch großartig. Ein absolutes Wunderwerk. Falls es noch nicht offensichtlich war, das sind meine Eindrücke beim Anblick unseres neuen Museums. Ich kann meinen Dank nicht gebührend zum Ausdruck bringen. Zuerst hast du mir meine menschliche Form zurückgegeben und dann errichtest du mir zu Ehren ein... Ich bin überwältigt. Wahrlich. Bitte nimm dies für deine Mühe. Unbearbeitetes Fossil. Hier handelt es sich um ein unbearbeitetes Fossil. Mit etwas Glück findest du welche, wenn du Steine zertrümmerst, die hier auf dem Insel herumliegen. Fossilienpolierer. Mit Hilfe der Poliermaschine kannst du alte Fossilien für das Museum säubern und deine Sammlung vergrößern. Falls du interessante Sammlerstücke findest, solltest du wieder bei mir vorbeischauen. Du kannst sie auch in Vitrinen ausstellen. Ich kann es kaum erwarten, dass du unsere Insektensammlung vergrößerst. Ah ja, also muss ich das ja auch noch machen, ne? Okay, eine Poliermaschine. Die bauen wir uns zu Hause auf. So, wir müssen jetzt erstmal wieder mit Farmfan sprechen. Wo bist du? Da. Weil die gibt uns immer noch so ein, zwei Sachen, ne? Was durchaus angebracht ist, finde ich. So, was gibst du mir denn jetzt? Hey! Anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Was? Ein T-Shirt, Brombeersamen, Auberginensamen. Vergiss nicht, mich nächstes Mal wieder zu besuchen. So, wann wachsen die denn? Sommer. Sommerpflanze? Im Sommer und Herbst. Das heißt, die Aubergine wächst alle 4 Tage nach. Ja, dann sollten wir sie nächsten Herbst pflanzen, weil wir haben ja schon ein paar Tage verschwendet, ne? Okay, und eine Klotte. Die Klotte ist jetzt natürlich das Dollste. Was kann ich heute für dich tun? Irgendwelche Gerüchte. Maximilian hat ein paar Schwierigkeiten. Ja, der hat die nächste Hauptquest für mich. Das kannst du aber drauf Gift nehmen. Max, du alten Lump. Was sagt eigentlich jetzt hier mein Büchlein? Museum ist fertig. Ja, ja. Gleich machen wir erstmal für Cecil weiter. Aber wir gucken mal, was der Max... Guck mal, ist das auch ein Fossil? Ah, Spitzhacke. Ah, tatsächlich. Ich habe von den Felsen schon mehrere gesehen. So. Ich hätte jetzt wirklich Lust auf Karottenkuchen. Ich frage mich, ob du das irgendwo herbekommen könntest. Oder ob mir vielleicht ein freundlicher Fremder aushelfen könnte. Klasse. Komm zu mir, wenn er fertig ist. Was? Jetzt will er einfach nur Kuchen? Naja gut, das ist ja wenigstens mal nicht ein neues Haus, ne? So, dann kriegt er halt seinen Kuchen. Den mache ich nämlich nicht selber. Den bestelle ich.
Bei Alis Dönersbude. Bei Alis Dönerbude. Da bestelle ich den. Hier hüpft was rum, habe ich gesehen. Ihr könnt euch nicht verstecken. So. Ist meine Verkaufsstation denn schon? Ist noch ein Plätzchen frei, ne? Was haben wir denn? Eigentlich wurscht, ne? So. Okay. So, gucken wir mal, wo machen wir die denn hin? Wir haben ja keinen Platz mehr, ne? Hier, die kommt hier hin. So, und jetzt?